So viel Akrobatik hat es wohl schon lange nicht mehr in der Mercator-Halle gegeben. Von Profiturnen bis Breakdance gab es die komplette Bandbreite des Sports in Duisburg zu bewundern. Die 42. Sportschau war wieder beeindruckend und bunt. Gerade nach der Corona-Pause war die Vorfreude auch bei Uwe Busch groß. Der Geschäftsführer des Stadtsportbundes hatte das Event seit Monaten mitorganisiert. Wir haben den ganzen Tag geprobt, alle Gruppen sind pünktlich da gewesen. Bei den Proben hatte ich ein sehr schönes Gefühl, dass das eine richtig bunte Show wird heute. Mit wirklich spektakulären Acts. Ich glaube, alle können sich freuen. Das Foyer der Halle füllte sich schon früh mit vielen Gästen. Auch Oberbürgermeister Sören Link wollte sich die Show natürlich nicht entgehen lassen. Währenddessen hatten die Nominierten für die Sportlerwahl des Jahres ihren Spaß vor der offiziellen Fotowand. Die Hockeyspielerin Pia Mertens und der erste Meidericher Kanu-Club freuten sich unter anderem auf die Chance, ausgezeichnet zu werden. Das ist natürlich super, dass wir hier dabei sein dürfen. Und wir sind ziemlich gut drauf. Wir sind ein bisschen traurig, dass nicht alle dabei sein können, aber wir sind guter Dinge. Ich freue mich, wieder hier in Duisburg zu sein bei dem coolen Event. War ja jetzt die letzten 2 Jahre nicht und dementsprechend freuen wir uns natürlich alle, dass wir jetzt wieder dabei sein können. Den ganzen Abend lang herrschte dabei Maskenpflicht im vollen Publikumssaal. Nur auf der Bühne durften sie runter, damit man die strahlenden Gesichter der Gewinner des Abends sehen konnte. So wie Sportler des Jahres Lauritz Vollert aus dem Rudersport. Oder Handballspielerin Alina Greiseels als Sportlerin des Jahres. Sie hat den Titel zum allerersten Mal gewonnen. Ja, super schön. Also ist eine große Ehre für mich, erstmal überhaupt nominiert worden zu sein. War schon was ganz Besonderes und ja, habe ich nicht mit gerechnet, dass ich das gewinne. Es war große Konkurrenz und ja, die anderen 2 Sportlerinnen haben auch mit Olympiateilnahme und so weiter viel erreicht. Deswegen auch ein bisschen überraschend für mich, aber ich freue mich sehr. Beste Trainerin des Jahres wurde die ehemalige Hockey-Olympiateilnehmerin Susi Wollschläger. Und das nicht zum ersten Mal. Bei so starker Konkurrenz eine echte Ehre für die Duisburgerin. Ja, ich bin total überrascht tatsächlich. Ne? Also ich habe bei dieser Konkurrenz Martina Voss, also da habe ich wirklich überhaupt nicht mit gerechnet, dass jetzt hier eine Duisburger Hockeytrainerin zum 3. Mal gewählt wird. Also ja, freue mich sehr. Das ist toll für den ganzen Club. Sehr schön. Ich bin das ja nicht nur alleine. Wir haben ja arbeiten ja im Team. Also von daher denke ich mal, gehört das uns allen zusammen. Kurz darauf durfte sie sogar noch mal auf die Bühne. Denn Mannschaft des Jahres wurde ihre eigene. Die erste Damenmannschaft vom Club Raffelberg wurde auf der Bühne als bestes Team geehrt. Auf die große Party nach der Verleihung mussten die Frauen allerdings verzichten, wegen eines Spiels am nächsten Tag. Aber den Siegesmoment an diesem Abend haben sie trotzdem gefeiert.